Moin zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Final Fantasy VII Remake Integrate hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung. Gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und wieso ich da jetzt einmal ganz kurz mal schnell zur Seite geguckt habe, sichergehen, dass die Aufnahme läuft und dass alle Quellen hier soweit hör- und sehbar für euch ist. Und ja, wir befinden uns seit der letzten Ausgabe hier in einem geheimen, ja, Untergrund-Testlabor von Shinra in Sektor 7. Da hat uns ja, wie gesagt, die Katze von Wedge uns hier dahin gelotst und mussten uns mit Barrett hier erstmal durch Gesteine, Kisten und Käfern und blutgünstigen Mistviechern uns durchkämpfen. Ja, haben aber jetzt schon tiefer aufsammeln können. Ja, und sie ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine deutliche Bereicherung hier für unser Grüppchen. Ja, und jetzt heißt es ja nur noch Cloud und Wedge hier ausfindig zu machen und dann aus diesem Dreckslabor zu entkommen. Obwohl schon interessant wäre zu wissen oder herauszufinden, wofür dieser Labor eigentlich primär gedacht war. Also ich könnte mir vorstellen, aufgrund dessen, dass wir da sehr, sehr viele Käfige haben, die auch teilweise hier aufgebrochen worden sind und den ganzen Gegnern, gegen die wir bisher gekämpft haben, vermute ich mal sehr, sehr stark, dass dieses Labor eher zu Forschungszwecken an ja, tierischen Testobjekten doch benutzt worden ist, beziehungsweise man da Versuche gemacht hat. Geht es Wedge gut? Mach dir keine Sorgen. Wedge ist hart im Nehmen. Bestimmt macht er nur irgendwo in der Ecke ein Nickerchen. Ja, wenn wir wieder zu Hause sind, müssen wir ihn ordentlich aufpäppeln. Tifa, ich möchte mich hier nochmal ganz kurz dir nochmal in Erinnerung rücken. In der letzten Ausgabe hast du doch gesehen, war die Bar zerstört. Wedges Haus war auch in Flammen und du hast es anscheinend schon wieder vergessen. Hat für ein Kurzzeitgedächtnis. Okay. So, ja. Aber Hauptsache von Cloud ist jetzt nicht mehr die Rede, ne? Ah, ich glaube, Cloud macht doch eh irgendwie sein Ding und ist eh auf der Suche nach Aerith. Würde mich ja jetzt nicht wundern, wenn er da irgendwo woanders unterwegs ist. Och nee. Oh nee, das sind doch... Ja, erstmal eine große Klappe haben ist vielleicht jetzt nicht die beste Art. Oh. Okay. Beide sind benommen, das ist nicht cool. Aua. Wie gemein ist das eigentlich? So, lass mich mal kurz. So, den Angriffen konnten wir ausweichen. Das ist jetzt ja ein Kampf Speed gegen Speed. Und... So, her damit. Kein Thema. Vorbildliches Verhalten, Tifa. Barrett, sei nicht so ne, entmutigend. Boah. War ein leichter Kampf, würde ich sagen. Ohne Probleme. So, von wo sind wir jetzt eigentlich? Ach, wir sind von hier, glaube ich, runtergekommen, oder? Was sind wir denn jetzt eigentlich? Ne, warte mal. Von hier... Warte mal. Bin ich jetzt eigentlich? Ey. Okay. Gut, ich habe jetzt die Richtung. Meine Güte. Das ist doch die andere Seite. Irgendwie jetzt ein bisschen die Orientierung gerade verloren. Ja, ein paar Käfer. Ich glaube, es sind nur Käfer jetzt, oder? Ja, dann sollte es kein Thema werden. Ganz schön viele hier. Holy shit, okay. Ja. Alter, wie viele von diesen Käfern haben wir denn jetzt am Start? Wow. Das hat denen nichts gebracht. Okay. So, Avalanche Credo einsetzen.
komm, Tifa macht ja kurz einen Prozess. Dachte ich vielleicht schon, aber nee. Hä? Ist doch gar nichts schiefgegangen, ist doch alles gut. Ich hab doch die Käfer hier mit Bravour besiegt. Ist nicht nur die hier Klasse statt Masse. Masse statt Klasse, sondern Klasse statt Masse. Diese Einrichtung ist ebenso unheimlich wie abstoßend. Ja, Barrett, wir haben schon kapiert. Oh, da ist eine Bank. Und eine neue Soundtrack. Warte mal, hören wir einmal kurz hier rein. Haben wir ja auch schon länger nicht mehr gemacht. Vielleicht kann ich den Titel ja jetzt erraten. Ja, das hat. Ich glaube, das ist doch. Hier, irgendein Theme vom Sektor 7. Irgendwie aber nur mal so neu aufgelegt. Aber ja, schauen wir mal. Oh, drei Sachen. Wieder was im Angebot. Main Theme. Ja, genau. Habe ich mir schon gedacht. Das ist aber wieder mal Arrangement mit Jazzmusik. Kombination. So. Wir uns natürlich wie immer unsere Rabatte auf. Und hier haben wir soweit alles in Ordnung. So, speichern wir erstmal. Also, ich sag's mal so, wie es ist. Dafür, dass wir jetzt eine Bank haben, das ist kein gutes Zeichen. Deutet immer eigentlich darauf hin, dass wir jetzt einen Bosskampf haben werden. Oder vielleicht ist es auch einfach nur Punkt zum Ausruhen. What we do for Midgar and for you. Shinra. Merging innovation with creation. Okay. See the world through her eyes. Sektor 7. Ah. Eine coole Kamera, finde ich. Also, dafür kann man ja auch ganz gut Werbung machen, finde ich. Vielleicht entwickeln sie ja noch irgendwie Katzen, die in der Lage sind, dann jemanden aufzutracken. Okay, dass diese Tür so jetzt offen ist, das gefällt mir gar nicht. Oh, das ist doch da, wo wir runtergefallen sind, richtig? Wedge! Schrecken eingejagt. Ein Glück. Danke. Los, raus hier. Ja. Gutes Training. Was ist das? Barrett! Oh, ja. Warum war das schon offensichtlich? Was ist das? Das wollte ich auch gerade sagen. Was ist das denn für eine komische Gestalt? Wo kommen die denn her? Muss ein Experiment von Shinra sein. Ja, genau. Wie viele von denen sogar? Ach du elendes bisschen. Okay. Namenloser.
Ja, dann analysieren wir das mal ganz kurz. Okay, die haben doch nicht so viel Leben. Alles klar. Ein experimentelles Versuchsobjekt, das in Shinras unterirdischer Forschungseinrichtung im Kälteschlaf lag. Um seine Fähigkeiten zu verstärken, wurden diesem ehemaligen Krieger die Zellen verschiedener Lebewesen implantiert, woraufhin er zu einem Monster mutierte. Eiselementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Bis auf Angriffe von hinten kann man ihn nur schwer mit Angriffen einschüchtern. Man kriegt auch keine Belohnung von ihnen. Interessant. Sind wirksam aber gegen Eis und leicht Resistenz gegenüber Blitzen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich muss noch mal ganz kurz anmerken. Ich finde es sehr erheiternd, wie glücklich Barrett doch geworden ist, dass da zumindest einer von Avalanche hier überlebt hat, ne? War schon herzerwärmend, aber genauso herzerwärmend müssen wir jetzt aber an die Sache ran. Deswegen schnappen wir uns die Viecherchen. Sollten da kein Problem darstellen. Sind halt einfach nur eine Überzahl, das muss aber jetzt nichts heißen. Sehr schön. Nicht schlecht, Barrett. So, einmal so. Und Geschicklichkeitsbonus erhalten. Genau so. So, hochtouren. Ja, okay. Und sonst bleiben sie aber auch größtenteils hier nur stehen. Alles klar. So, Hackentritt. Und erledigt. Oh, komm, noch mehr. Da kommt wieder das Fußvolk. Schaffen wir das? Na klar, was denkst du? Ach, kein Thema. Bisher ist noch kein Problem hier. So. Ach, schade. Wäre cool gewesen. Okay, die können hier anscheinend auch noch schießen. Oh, Tifa macht das schon alles alleine hier. Sehr cool, Barrett. Weiter so. So, Schockschuss. Pap. Oh, toll. Na, kommst du hier runter oder traust dich nicht? Das wird mir langsam zu lästig. Es kommen immer mehr. Junge. Geh du. Okay, gib dir Deckung. Alles klar. Warte, jetzt können sie sich auch noch heilen. Oh, das, oh, was ist ein gutes Training eigentlich so für unser Cast, ne? Mich hält das Teil nicht. Wir müssen den Lüftungsschacht versiegeln. Geh du! Ja, ist. Nee. Okay, nee. Nee, ich will erstmal hier Gegner besiegen, ja? Bisschen leveln schadet ja nicht. Öl. Ach was. Lass uns doch ein bisschen Zeit. Nein! Nicht! Also ich bin schon fast da. Aber noch nicht. Ist ja momentan irgendwie ein gutes Training doch, oder nicht? Erledigt. Wir müssen den Lüftungsschacht versiegeln. Geh du! Okay, gib dir Deckung. Oh, da kommt schon den nächsten. Ja, komm. Ha, traut ihr euch? Ja, traut euch wohl nicht, ne? Nein! Ach so, Geschicklichkeitsbonus. Okay, alles klar. Rückwärts, Saito! Oh! Okay, gib dir Deckung.
Kein Thema. Das ist auch ein gutes Training, würde ich sagen. Ja, alles klar, dann gehen wir halt eben hin. Meine Güte. Also wenn mich das Spiel schon mittlerweile dazu zwingt, dass ich das machen muss, dann muss ich es wohl oder übel. So. Coole. Zwischensequenz, wollte ich gerade sagen. Ach, jetzt haben wir einen Big Boy. Oh. Ja. Okay, anonymer. Dann machen wir. Hey. Ja, hey. Ich wollte gerade analysieren hier. Anonymer. Ein experimentelles Versuchsobjekt, das in Shinras unterirdischer Forschungseinrichtung im Kälteschlaf lag. Diesem ehemaligen Krieger wurden die Zellen großer Lebewesen implantiert, woraufhin zu einem Monster mutierte. Er ist mächtig genug, andere Versuchsobjekte anzuführen. Okay. Oh, mit Trillklauen? Ja, okay, die kriegen wir aber sowieso. Und Toxine stehlbar. Na gut. Können wir machen, aber... Er opfert ja seine Verbündeten. Tiefer! Falsch aus! Zerstörungswut. Okay, der kann die Brücke zum Einsturz bringen. Alles klar. Also müssen wir jetzt hier die ganze Zeit die Monster erst besiegen, oder was? Aha. War knapp. War doch nix. Okay, lange können wir das nicht mehr aufrechthalten. Hey, was soll ich denn machen? Also ich check gerade nicht, was ich machen soll. Oder soll ich ihn einfach jetzt besiegen? Keine Ahnung. Okay, wir haben doppelte ATB-Leiste. Gehen wir mal dem Anonymen mal Schüsschen aufs Nüsschen. So, ich frage mich jetzt eigentlich nur, was Eva jetzt hier oben eigentlich zu suchen hat. Boah, das hat uns erwischt. Nicht gut. Aber teilweise tötet er seine... Ach so! So einer bist du! Oh, shit. Und das war's. Was soll ich jetzt machen? Eigentlich? Ja, komm. Ich mach dir auch schon so fertig. Du brauchst ja gar keinen Kopf drum machen. So. Kein Thema. Okay, der braucht aber ganz schön lange. So. Nein! Ja, das war dein Fehler, aber dafür kannst du jetzt nichts für. Ist egal. Was passiert jetzt? Ach so! Du bist doch kampfunfähig. Du kannst dich nur. Geil. Ja, was machen wir jetzt? Ja, eigentlich müssen wir Königsfeder machen, oder? Kannst du stehen? Ja, natürlich kann er stehen. Ja, ich muss irgendwie gucken, dass Barrett ihn da so ein bisschen ablenkt, diesen anonymen Dingsbums. Oh. Gleich eine Espa beschwören, das ist sehr, sehr gut. Können sich aber auch teilweise hier gegenheilen.
Junge, Junge, Junge. Was ist denn das hier? Befehl, Blitzker. Was ist denn das schon wieder? Er hat das absorbiert? Bruh. Okay. Dann müssen wir wohl jetzt langsam ernst machen. Also das Problem bei der Konstellation ist, wir haben keine Heilung zur Verfügung. Ja, komm. Aber jetzt sind die alle irgendwie geschützt, ne? Finde ich jetzt nicht so cool. Okay. Barrett, du kriegst mal kurz eine Leistung, Lob. Wie? Wow. Das war ja mal ass. Okay. Ja, ey, genau. Ja, ich werde sie jetzt nicht mehr heilen, weil es macht jetzt auch gar keinen Sinn. Ha! Oh! Ha! Oh, 101 jetzt. Aber da kann jetzt mal Barrett beweisen, was er da so drauf hat. Na gut. Feuer frei. Oh. Ja, das Blöde ist jetzt. Ich kann jetzt nicht allzu viel machen. Feuerer. Mal gucken, ob es was bringt. Ja, komm. Schockschuss muss noch sitzen. Jawohl. Sehr gut. Na gut. Machen wir mal Folgendes. Ich hab da jetzt, keine Lust. Ja. Bruder, das war jetzt mal mehr Glück als Verstand, würde ich sagen. Okay. Ich heil mich mal ganz kurz, weil ich will jetzt Tifa nicht nochmal verlieren. So. Auf Hochtouren. Jetzt wollen wir mal ein bisschen ernster machen. Bam, 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 hier. Oh yeah. So. Jetzt dürfte es eigentlich gleich schon mit ihm gewesen sein. Na, was ist jetzt los mit dir? Traust dich nicht, ne? Entfesselung. Und nochmal Entfesselung. Und bam, bam, bam. Und easy. So hätte man den Kampf doch auch regeln können nach einer halben Minute. Es. Cloud! Cloud! Da bist du ja! Hat auch lang genug gedauert. Erst rumtrödeln und dann den Anführer spielen, hä? Wusstest du, wo wir sind? Bin dem Geräusch der Schüsse gefolgt. Und deinem Gebrüll. Unverkennbar. Oh. Hm? Uiuiui. Okay, ja, also.
dass wir doch Tifa wiederbelebt haben. Sie hat das alles einfach mal locker flockig gecarried. Also die hat sie aber richtig zerstört hier. Also ich sag's mal so, ne? Wenn ich mal anfangen würde, ernst zu machen, dann, dann ist das schon mal nicht schlecht. Na gut. So können wir Cloud nicht steuern. Was ist das? Ach so, damit können wir einfach mal das alles kaputt schießen. Ja gut. Da kommen wir raus. Ach so, nebenbei, wir haben eine neue Waffe für Tifa bekommen. Nicht nur Tiere, sondern auch Menschen. Die dunkle Seite von Shinra. Cloud? Wie sind wir jetzt nach oben gekommen? Mann, was sollte das? Das frage ich mich auch. Digga, die Geister haben uns einfach komplett weggeboxt. Bringen wir ihn in Sicherheit. Alles andere kann warten. Ja, hast recht. Cloud? Hast du gut gemacht. Cloud hat eine Katze gelobt. Er wird ja noch zum absoluten Tierliebhaber. Okay, also nicht nur, dass wir jetzt gerade in der Sequenz jetzt die dunkle Seite von Shinra gesehen haben. Was ging gerade in Clouds Kopf ab, bitte? Also, wo er da nur mal reingeschaut hat, da hat er irgendwie eingebildet, dass er irgendwie in dieser Kapsel gewesen war und dann irgendwie... Haben wir Sephiroth gesehen, dann die Namenslosen und dann urplötzlich kommen die schwarzen Geister und schmeißen uns da quasi aus dem Labor raus, so als ob sie da keinen Bock haben, dass wir dieses Forschungslabor sehen sollten. Es ging aber jetzt gerade ein bisschen zu sehr ab, muss ich sagen. Insbesondere Junge, Cloud. Also, ich glaube, ich brauche jetzt auch nicht einfach so zu tun, als müsste man das jetzt alles hier in der Unbekannten stehen lassen. Naja, ihr wisst ja sicherlich, von woher Cloud stammt, oder? Also jetzt sagen wir mal für die Kenner von Final Fantasy VII unter euch. Ne? Wir wissen ja, dass Cloud ja, oder an Cloud damals ja auch Experimente gemacht worden sind. Und jetzt ist halt natürlich die Frage... War das hier unterhalb vom Sektor 7 gewesen? In dem Forschungslabor? Er hatte für einen kurzen Moment, wie gesagt, so einen Frame gehabt, wo er sich selber in dieser komischen Kapsel gesehen hat. Und... Naja, ne? Ich meine... Tifa hält die Katze, das ist süß. okay, nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Also das hat da irgendwie schon heftige Flashbacks bei ihm ausgelöst. Und nicht nur Cloud, sondern ne, Sephi war auch mit am Start. Die Silberlocke. Ja gut, bringen wir Wedge nach Hause. Ist ja doch hier gewesen, oder?
Herr Barrett, der macht das schon. Also ich wünsche, ich könnte noch ein bisschen... Um Wedge. Ich warte hier auf die anderen. Wedge ist noch am Leben. Es gibt also Hoffnung. Ja. Hab oben auf dem Pfeiler mit Jesse und Bix geredet. Ich weiß, wie es um die beiden steht. Ich glaube nicht, dass sie... Hör auf. Sie sind zurück beim Planeten. Aber wir brauchen sie doch hier. Wir müssen kämpfen. Das würden sie uns sonst nie verzeihen. Ziemlich schwer. Kapitel 14. Auf der Suche nach Hoffnung. Danke. Wir schulden Ihnen was. Bei uns ist es nicht sicher. Als würde ich einen Verletzten aus dem Haus jagen. Elmira? Wir müssen Eris befreien. Nicht schon wieder das. In einem geheimen Labor macht Shinra Tests an Menschen. Ich kenne Shinra besser als sie. Und ich glaube nicht, dass sie Eris nur Fragen stellen wollen. Sie würden die letzte Nachkommen des alten Volks niemals lebend gehen lassen. Die Experimente leitet ein Mann, dem Menschenleben egal sind. Schluss damit! Aber... Ich brauche etwas Zeit zum Nachdenken. Sicher seid ihr erschöpft. Wir sollten uns alle ein wenig ausruhen. Allerlei Entscheidungen. Ihr habt gerade gesehen, wer hier jetzt die Treppe runtergegangen ist, oder? Da passiert haben wir gerade so viel. Na gut, wird aber ein toller Cliffhanger für die nächste Ausgabe werden. Damit starten wir dann auch pünktlich in Kapitel 14 rein. Ja. Gut. Wir wissen schon mal, das Wichtigste zuerst, Wedge ist auf jeden Fall in Sicherheit. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt. Ja, jetzt haben wir Barrett doch endlich mal die Wahrheit ausgesprochen, dass Jesse und Bix leider beim Planeten heimgekehrt sind. Wir haben es leider den Kampf nicht mehr überlebt. Aber ermutigt gleichzeitig Barrett dafür oder davor entsprechend hier um die Ziele vom Avalanche weiterzukämpfen. Und, was Cloud angeht. Ja, bei ihm habe ich irgendwie so das Gefühl, da passiert ein Mist nach dem anderen. Insbesondere, wir haben ja gerade eben gesehen, möchte ich nur an dieser Stelle nochmal betonen. Ich habe keine Ahnung. Also klar, natürlich weiß er ja so um die Machenschaften von Shinra, ne? So ist es ja nicht. Aber dass er da urplötzlich jetzt irgendwie
ne? Ich glaube, ihm wurden ja auch so ein bisschen die Augen geöffnet, was er da quasi in dieser geheimen Kammer gesehen hat. Und ich bin mal gespannt, ob wir nochmal im Laufe dieses Let's Plays hier noch zurückkehren werden zum Forschungslabor und dann nochmal uns das Ganze hier genauer anschauen. Ob so oder so, was hier vor sich geht, erfahren wir dann, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen und ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung auf dieses Video sowie ein Abo auf dem Kanal da, um keine weiteren Folgen hier vom Final Fantasy VII Remake Integrate zu verpassen. Ich wäre an dieser Stelle raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und haut rein.